Da, 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 da. Ah, ich mag überhaupt keinen Kaffee. Willkommen in der Hoppenplätzchenscheune. Heute bauen wir was für den schnellen Appetit zwischendurch. Unseren eigenen Fastfoodladen. Ach so, und viel besser schmeckt sowieso aus so einer Tasse. Willkommen in der Hoppenplätzchenscheune. Stopp! Bevor es weitergeht, wie immer, der Hinweis, dies ist ein Werbevideo. Es handelt sich um ein Set der Firma Hanshai oder Hanshanei oder Hansumi, ich weiß es nicht, aus China, wie man das ausspricht. Ich hoffe, ich lerne das noch. Wenn ihr es genau wisst, schreibt es mal wieder unten rein. Aber ich habe es selber bezahlt bei Amazon, ich habe es mir selber gekauft. Will euch nichts verkaufen, will euch nur eigentlich daran teilhaben lassen an dem Bauspaß, mit euch die Freude teilen. Und ja, es wird ein Mehrteiler, es wird ja noch mehrere Sets zu geben. Ich habe da etwas mit vor, das zeige ich euch. Also guckt mal bitte in die Videobeschreibung und es wird auch eine Playlist geben. Also wäre cool, wenn ihr dran bleibt. Wenn euch das Video gefällt, bis jetzt schon mal Daumen hoch, abonnieren, teilen. Lasst uns Spaß haben, lasst uns connecten wie richtige Klemmbausteine. So, jetzt genug gefaselt und jetzt geht's mal zum Set, denn ich habe schon richtig Bock, was mir reinzusnacken. Also, bis gleich, euer Blockstar. Das Set 6411. Bindestrich 2 der Firma Hanshai. 194 Teile. Ich pack's mal aus. Es kam leider, wie ihr das so kennt, wenn ihr in China bestellt oder China-Sets oft kauft, leider ohne Karton. Ich werde euch den Karton hier irgendwo einblenden. Es kam in solchen Tüten wie immer. Also hier eins, zwei, drei Tüten. Sogar Minifiguren dänischen Ausmaßes. Einen Aufkleber und zwei Platten und einen großen Stab. Das ist der Strichcode, den ich mir ausgeschnitten hatte damals. Modbrick City Bausteine MC GES Konstruktionsspielzeug, was immer das bedeutet. Und dann jetzt hier die Anleitung. Ein Faltblatt. Firma Hanshai. Ja, 21 Bauabschnitte. So soll der Laden dann mal ausschauen. Ihr seht hier die Grundplatte, der Laden. Ah, vielleicht gibt es da eine Connection, man weiß es nicht. Wie gesagt, es wird ein Mehrteiler. Diesen Store, so heißen die Läden nämlich auch bei dem großen Vorbild, hat der Designer Pecco Lego Ideas entwickelt. Link unten in der Beschreibung. Ich hoffe, es wurde nicht geklaut von der Firma. Übrigens, von der Firma habe ich nichts Großartiges im Internet gefunden, außer ein paar AliExpress-Shops. Verlinke ich euch unten aber auch. Das Set gibt es so leider nicht mehr bei Amazon. Ich denke mal, das hat auch was mit diesen Figuren zu tun. Aber wie gesagt, AliExpress-Link kommt unten rein. Ja, jetzt reden wir mal ein bisschen über dieses Vorbild. Da gibt es einiges zu erzählen. Ich habe neulich bei Netflix den Film The Founder geguckt. Kann ich euch nur empfehlen. Da geht es nämlich um den Erfinder, beziehungsweise nicht um den Erfinder, um den Großmacher von diesem Vorbild, denke ich mal, McDonald's, nämlich Ray Kroc. Ich weiß nicht, ob man Filme von Netflix verlinken kann, packe ich euch aber auch runter in die Videobeschreibung, wenn es geht, wenn nicht den Wikipedia-Eintrag. Das erste McDonald's wurde am 15. Mai 1940 von den Brüdern Richard und Maurice McDonald, Dick und Mac. McDonald's Barbecue, so hieß der Laden, in San Bernardino, Kalifornien eröffnet. Anfangs wurde dann nur Barbecue verkauft, also Grillsachen. Erst 1948 wurden sie so richtig berühmt, als sie nur auf Burger und Pommes und Kuchen umstellten. Eine sehr innovative Art, nämlich das, was ihr heute auch kennt, diese Systemgastronomie, das war das Speedy-System. Das sieht man in den Filmen ganz cool, wie die so auf einen Tennisplatz versuchen, die Herde, die Grills aufzubauen und versuchen, effizient da diese ja, Burgerflüsse darzustellen. Der Film ist echt cool. 1954 trat dann der Milkshake-Mixer-Verkäufer Ray Kroc an die Brüder McDonald's heran und er wollte nämlich weitere McDonald's-Filialen eröffnen. Er hat das System gesehen und fand es halt super. Er versuchte seinen alten Freund Walt Disney, ja, die haben zusammen gedient, ich glaube bei der Marine, davon überzeugen, dass man ein McDonald's-Restaurant bei seinem neu zu eröffnenden Disneyland
ja, einrichtet, da dann eins aufbaut, eröffnet. Das wollte Disney aber nicht. Somit hat dann der Kroc sein eigenes Restaurant in Des Plaines in den USA aufgebaut. Es war auch eins der ersten mit diesen goldenen Arches, die hier angedeutet sind, wobei das Set sicherlich kein McDonald's sein soll. Zwinker, zwinker, egal. Der Vertrag zwischen diesem Ray Kroc und den McDonald-Brüdern sah vor, dass Kroc halt für die Expansion zuständig ist und ja, selbstständig quasi der für das Wachstum verantwortlich ist. Aber die Brüder McDonald die Kontrolle über die Produktion erhielten. An den Gewinnen waren sie aber auch beteiligt, die Brüder. 1961 wurde der Kroc dann immer mehr unzufrieden mit denen. Die Brüder werden in diesem Film auch so ein bisschen ja, engstirnig bzw. so ja, rückständig, wie man das so kennt, Innovation nicht so dann doch aufgeschlossen dargestellt. Ja, wie gesagt, der Kroc war unzufrieden und hat dann versucht, diesen beiden Brüdern die Rechte an McDonald's abzukaufen. Das hat er auch gemacht, nämlich für 2,7 Millionen US-Dollar hat der Kroc die Rechte von den McDonald's-Brüdern abgekauft. 2,7 Millionen Dollar. Das Geld dazu hatte sich der Kroc, der zu dem damaligen Zeitpunkt noch nicht so reich war, von mehreren Investoren geliehen, unter anderem einen Fonds, wo auch große Universitäten wie Princeton und sowas drin investiert haben. Der Vertrag, der abgeschlossen wurde, erlaubte es den Brüdern, also den McDonald's-Brüdern, ihr Restaurant weiter The Big M zu nennen. Es blieb geöffnet, bis allerdings dann der Ray Kroc diese Brüder ausbootete und rausdrängte, indem er einfach auf der anderen Straßenseite denen einen McDonald's vor die Nase hingepackt hat. Also eigentlich ziemlich krass. Das Lustige ist eigentlich, hätten die Brüder ihren alten Vertrag behalten mit den Kroc, der garantierte ihnen nämlich 0,5% des jährlichen Einnahmens an der Kette, hätten sie 180 Millionen Dollar im Jahr verdient. So waren sie mit 2,7 Millionen Dollar ausgebootet. Ziemlich krass, also ein sehr ausgefuchster Hund, dieser Ray Kroc. Ja, das war dann auch der Ursprung halt dieser Expansion der großen Kette, das Rise of McDonald's, würde ich es mal nennen. Mittlerweile gibt es McDonald's ja in 119 Ländern auf der Welt. Trotzdem ist McDonald's nicht die größte Fastfood-Kette der Welt, denn das ist Subway. McDonald's hat so um die 36.000 Filialen, aber Subway über 45 Filialen. Müsst ihr auch mal gucken, im Städtebild findet ihr trotzdem eher ein Subway als ein McDonald's. Das McDonald's-Logo ist eigentlich immer gelb, außer im Champs-Élysées in Frankreich, da ist es weiß, Bild zeige ich, und in Sedona, ich glaube das ist in Arizona, da ist es grün. Linke ich euch hier auch rein, beziehungsweise zeige ich euch auch gleich. Ist ziemlich krass, weil man ist ja eigentlich immer gewöhnt, dieses gelbe McDonald's-Logo Golden Arches genannt. Auch lustig ist, das Drive-Thru, was wir bei uns als McDrive kennen, gibt es in Hamburg als McBoat. Da kann man also mit dem Boot ranfahren und kann dann seinen Burger bestellen. Ähnliches gibt es in Schweden, in Lindfallen, ich habe es mit schwedischen Wörtern, ich weiß es nicht, da kann man mit seinem Ski reinfahren. Das ist ein Skigebiet, da gibt es McSki. Aber jetzt kommen wir mal zum Interessantesten. McDonald's ist nämlich der größte Spielzeughändler der Welt. Durch die Happy Meals ist McDonald's halt dazu und übrigens auch durch den Vertrag mit Walt Disney, der noch von früher reicht, ich habe es euch ja erzählt, die waren befreundet, der Kroc und der Walt Disney, ist halt McDonald's zum größten Spielzeughändler der Welt geworden. Nämlich jedes Jahr landen um die 1,5 Milliarden Toys, also Spielzeuge, in den Happy Meals. Das McDonald's Maskottchen kennt ihr ja alle, Ronald McDonald, heißt lustigerweise in den asiatischen Ländern Donald McDonald wegen den Rollen der R. Weißt du, R-Rollen, das können die ja nicht so gut. Auch lustig, im Schnitt gehen 75 Burger in der Sekunde über die Ladentheke bei McDonald's. Übrigens, der viertgrößte Markt für McDonald's ist Deutschland. Davor USA, China und Japan. Und dann kommen an vierter Stelle wir. Ja, jetzt habe ich euch ein paar McDonald's-Fakten erzählt. Bilder blende ich euch ein oder habt ihr gesehen. Und jetzt würde ich sagen, machen wir einen kleinen Speedbuild, denn ich habe endlich Bock, was zu snacken hier.
Da haben wir fertig unseren kleinen Systemgastronomie-Store von den Golden Arches. Das Set 64112 bzw. Bindestrich 2 der Firma Hanschei. 194 Teile, hier sind sogar ein paar mehr übergeblieben. 12,8 cm lang, 8 cm breit und ja, 10 cm ungefähr hoch. Wie gesagt, ich habe keinen Karton, ich habe ihn euch vorhin eingeblendet. Ich habe meinen ersten China-Teile-Trenner, finde ich ganz cool. Zwei Minifiguren, die angelehnt an Dänemark. Eigentlich ganz cool. Wie gesagt, der Store-Mitarbeiter und ein Gast. Gibt nachher noch Nahaufnahmen. Ja, zum Bauen ging ganz schnell. Ich habe ein Teil gehabt, was so blöde Gussnasen hat, aber das habe ich hier im Dach verbaut, das sieht man nicht. Ich finde es cool, die Detailverliebtheit mit den Burgern, die sehen ganz geil aus, die man zusammengesteckt hat, mit der Abzugshaube, den Grill, mit der Bestellstation hier oben, mit dem Display, mit der Kasse und hier drüben mit, mit der Senf und Taschentuch und so weiter, Salzstation. Das ist eigentlich ganz cool geworden. Ich würde mir wünschen, ich hätte in meinem Leben mehr Geld für Klempersteine ausgegeben und weniger für Sachen, die hier drin angeboten wurden. Dann wäre ich auch etwas dünner und gesünder. Aber diese 13 Euro, die ich hier in dieses Plastik investiert habe, finde ich sehr, sehr gut gelungen. Diese Anleitung leicht verständlich. Was ich noch vergessen hatte, ist ähnlich wie bei Kobi, dass die Sachen, die man nicht bauen muss, sind grau, die man bauen muss, sind farblich. Ich hatte erst Angst, dass ein Teil fehlt, aber ich habe eine dieser langen Plates, so dünnen Plates, habe ich hier in meiner schön gebastelten Kartonage innen drinne liegen lassen. Aufkleber kommen dann noch drauf. Ich habe euch ja gesagt, es wird ein Mehrteiler und ja, diese kleine Platte spielt da mit und wenn wir soweit sind, dann kommen auch diese Aufkleber mit ins Spiel. Also ich muss sagen, 13 Euro für diesen Laden, hat Spaß gemacht zu bauen, ging schnell von der Hand. Besser als sich selber auszudenken. Nein, also Mocken ist immer super, klar. Aber ich hätte jetzt das so nicht hinbekommen, beziehungsweise nicht auf die Schnelle. Und wie gesagt, hier hinten reinzugucken, das finde ich super. Mal schauen, ob ich da noch eine Klappe vormache, dass man das halt in meinem Projekt geschlossen hat, aber wenn man will, reingucken kann, das muss man mal schauen. Also ich finde, wie gesagt, 13 Euro, finde ich super cool. Kriegt ihr leider nicht mehr bei Amazon, aber Link ist drin. Ich hoffe, wie gesagt, auch nochmal zum wiederholten Mal, dass dieser Packer, dass der Designer da auch was für bekommen hat. Ob das Set bei Lego gebaut wurde, weiß ich nämlich gar nicht, denn auf seiner Seite hat er geschrieben, finally, endlich geschafft, aber das weiß ich leider nicht. Da habe ich zu wenig recherchiert. Mir war wichtig, euch ein bisschen die Geschichte über diese Firma mit den goldenen Arches, mit den goldenen Bögen zu erzählen. Die Menü oder einzeln, das hört man immer, wenn man hier bestellt. Meistens, wenn man beim Drive-In bestellt, Drive-In, auf der ganzen Welt heißt es Drive-Thru, bloß in Deutschland fährt man rein, in der ganzen anderen Welt fährt man durch. Ne? Ich meine, die ganzen anderen Welt hat ja auch ein Mobiltelefon und nicht wie bei uns ein Handy, ein Handtelefon. Aber so what. Dieser Laden ist cool. 13 Euro. 12 cm lang, 8 breit, 10 hoch. Details, ich finde es super. Die Klemmkraftfriktion, fast zu hart schon, aber noch geht noch. Das Rot ist ein bisschen ausgebleicht, sieht halt aus wie ein Lego-Stein, der schon etwas älter ist. Aber ich finde es geil. Und apropos geil, ich finde es geil, dass du zugeschaut hast. Ich finde es echt, echt klasse. Ich hoffe, du schaust nicht nur zu, weil ich es dir einfach geschickt habe und gesagt habe, guck es dir an. Also danke an meine Freunde. Ich hoffe, ihr habt auch ein bisschen Spaß an Klemmbausteinen. Und ich weiß, der eine oder andere oder die andere hat auch schon dank meinen Videos ein Set gekauft. Finde ich super, denn man kann nie alt genug sein oder nie jung genug sein. Je nachdem, wie man sich fühlt. Ja, also es macht Spaß. Es macht einfach Spaß, Sets zu bauen und es euch zu zeigen. Dafür danke. Und das wäre cool, wenn du jetzt noch einen Daumen da lassen könntest, wenn du auf die Glocke klickst, dann verpasst du keine Videos mehr. Und dann kann ich dir immer mehr noch Geschichten erzählen zu den Sets, die ich hier so vorstelle. Ich weiß, ich habe immer noch mal ein bisschen Ams und Ers, aber das kommt halt daher, dass meine Birne halt
bisschen hohl ist, so wie bei diesen Kollegen hier. Und deswegen diese Ernst und Ernst, denn ich schreibe mir nicht immer alles auf. Ich versuche das halt da rauszuleiern. Ich lese mir das vorher halt rein und naja. Ich hoffe, ich kann euch damit Spaß machen. Danke, dass du reingeschaut hast und auf Wiederbauen, dein Blogster.